Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 1. Wir sind heute dabei, hier hinaufzuklettern, um zu gucken, wie wir da oben sterben werden. Da wird ein Boss jetzt sein, der uns direkt runtertritt. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Oh Gott. Oh. Okay. Leicht gefährlich. Ha! Ich wusste es. Ich wusste es. Guck mal, da ist noch Loot. Ah, da wären wir hingekommen, wenn wir da hoch. Ah, okay. Das heißt, da oben ist gar nichts mehr. Na gut. Hat das auch noch was? Hallo, Mister, ich hab deine Kleidung schon. Oh, du siehst gefährlich aus. Oh, man kann mit dir reden. Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Siegelschlüssel. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir müssen gegen vier Könige gleichzeitig kämpfen. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Hieß der Ring nicht irgendwie so ähnlich, den wir hatten? Runa Drache. Da, Wolfsring war das nicht. Nee. Wir hatten noch einen Ring irgendwie von Artorias, oder nicht? Ist der nicht irgendwie Artorias Ring? Hartstahl, Flammen, Fluch, blauer Ring der Opferung, seltener Ring der Opferung. Kein Verlust bei Tod, aber der Ring bricht. Kein Verluste bei Tod. Fluchlösung, Ring bricht. Träger verursacht keine Geräusche. Gewährt zusätzliche Zaubereislots, verstärkt Wunder, verstärkt Balance, erhöht Bogenreichweite, Gegenstände finden, Abgrund schreiten, Bund des Artorias. Okay. Wir haben also einen Ring, den wir benutzen müssen, um zum Boss zu kommen. Na gut. Schauen wir uns das Ganze später mal an. Gut, wir haben einen Schlüssel bekommen, um. Weiß nicht, war hier irgendwo eine verschlossene Tür oder so? Also wir haben bei den Drachen gesehen, dass da ein Hebel war. Ja, und das war's auch schon. Ich weiß ja nicht genau, wie sieht's endlich da oben aus mit dem Blut? Den wollte ich mir noch organisieren, bevor ich hier weitergehe. Also ich muss sagen, bisher habe ich hier nicht viel Erfahrung bekommen. Was echt schade ist. Aber naja. Ich komme hier auch nirgendwo runter, ne? Um an den Loot ranzukommen. Nee. Hä? Loot, sag mir, wo ich hier runterspringen kann. Hä? Man kommt hier nicht runter vom Dach. Also, wie soll ich denn da rankommen? Ist da ein Gang? Nö. Hä? Oh. Ich sehe ein Türchen. Er muss ja rein theoretisch dann irgendwie hier hochgehen, ne? Okay, ich hätte schwören können, hier war eine Treppe. Wo ging es doch weiter hoch? Oder auch nicht?
Ja gut, das ist blöd, dann. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwenden, damit ich irgendeinen Scheiß zu suchen, den ich eh nicht finden werde. Von daher gehen wir erstmal hier hoch und dann schauen wir mal, dass wir das Türchen finden, was wir öffnen müssen. Um das Wasser abzulassen anscheinend. Ich kann doch hier rüberspringen. Ah. Zeit zu sterben, Freunde, indem man da runterspringt. Menschlichkeit. Geronimo! Okay, war leichter gemacht als gedacht. So. Meine Fresse. Deutsch ist schon schwer. Seltener Ring der Opferung. Oh, das hat sich gelohnt. Nicht. Und auch noch Leben verloren. Ich hab doch nicht mehr so viele. Und ich muss doch meine Seele da abgeben. Hier, Feuerhüter. Seele muss ich nur abgeben. Dann werden wir bestimmt noch dazu kommen, weil wir sterben werden. Und ich bisher, müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe bisher hier noch kein Bonfire gefunden. Was soll denn der Dreck? So, war hier irgendwo eine Tür oder so? Hier unten, ne? Haha! Dann lassen wir mal das Zeug entweichen. Und somit haben wir Zugang zum Drachental mal wieder. Ich wette, da ist irgendwo ein Bonfire. Wieso sind das so viele Drachen? Wieso gucken sie in andere Richtung? So, und jetzt kann ich wetten, das Ding hier holen. Wo war der Hebel da? Ja. Dann geht's jetzt auf zum fröhlichen Sterben. Schön, ne? So, keine Geister mehr? Das wäre echt schön. Nur so zur Not. Ich will mich ehrlich gesagt mit den Dingern nicht anlegen. Wo hatten wir die Tür gesehen? Wir hatten irgendwo eine riesen leuchtende Tür gesehen. Guck mal, das Loot. Aber auch 1 Milliarde Leichen. Ich weiß ja nicht, ob ich mich mit Drachen anlegen möchte. Oh! Wo kommst du denn her? Nette Moves. Gereicht hat's trotzdem nicht. Okay. Ziemlich viele Leichen, muss ich sagen. Ob die alle ins Wasser geflogen sind? Sind das die Geister? Hab ich mich erschrocken. Scheiß Kameraführung. So, erstmal hier durchprügeln. Ich weiß ja nie, was sich dahinter verbirgt. Ja, hi. Was war das? Okay. Okay. Das war close. Ich liebe das Risiko. Aber das heilt so gut wie gar nicht. Ich brauche ein Bonfire. Ich will mich zurück teleportieren. Okay, ich glaube, wir haben die Tür gefunden. Ist hier direkt der Boss? Ich habe den Ring noch gar nicht an. Offensichtlich nicht. Okay, einer da. Einer kommt schon auf mich zu. Mit einem fetten Schild.
Nö. Ja, nette Moves. Na, leider bringt's nicht viel. So. Huch, was bist denn du? Ich mag so eine fetten Viecher nicht, die kann ich nicht backsteppen. Oh nein, der spawnt die Köpfe. Ah, der Kopf ist verwirrt. Jetzt sind schon zwei. Huch! Okay, ich hab's begriffen, du magst das nicht so sehr. Weg mit dir. Oh Gott, der lebt noch. Er lebt noch. Er will mich töten. So, sind deine Köpfe immer noch da oder die spawnen die jetzt? Die freuen sich jetzt einen Keks. Klei. Geil, ey. Klei. Klei. Ich entwickle immer wieder neue Worte. Ja, cool. Man kann die nicht mal töten. Geile Sache. Hey, was geht, Leute? Wollt ihr explodieren? Ja, da steht ihr drauf. Ah, ist das geil. Fetisch-Explosion. Die hat man nur einmal, Freunde. Die hat man nur einmal. Bist du alleine? Ehrlich gesagt will ich nicht gegen zwei von euch antreten. Ihr macht schon ziemlich viel Damage. Grauer Brocken. Aha. Weißt du, cool Moves haben die ja, ne? Aber da endet es auch. Wenn sie diesen Einschlag nicht machen, also diesen, wo sie dreimal zuschlagen, dann können sie eigentlich nichts. Weil der Rest ist einfach nur scheiße langsam. Oh, Loot. Menschlichkeit. Und du hast... Okay, nix. Dann wollen wir mal gucken, wo das hier hingeht. Aber ich habe da schon so eine Befürchtung. Wir hatten nämlich noch so ein Ding ins Kirchens. Bei den vielen Geistern. Genau. Wenn wir jetzt hier runter gucken. Stimmt, da unten waren wir gerade, ne? Logischerweise. Da muss irgendwo eine Treppe nach oben sein, zu dieser Kiste. Gucken wir mal. Und auf der linken Seite war irgendwo noch Loot. Und da ist die Treppe, aber das ist da oben. Komm ich denn da hoch? Und da ist der Loot. Wie komme ich jetzt da hoch, Freunde? Ich weiß das nicht. Ich kenne mich hier doch nicht aus. Vielleicht von oben runterspringen? Ist deswegen der Fahrstuhl hier? Man konnte hier doch irgendwo lang gehen, ne? Ja, Ah. Könnte aber auch mein Tod bedeuten, wenn ich da jetzt runterfalle. Also wirklich, eine Lösung ist das jetzt nicht. Sterben würde ich ungern. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Sieht nicht so aus, als könnte ich da einfach runterjumpen. Nee, da geht's ja noch weiter runter. Nee, da komme ich nicht runter. Das riskiere ich nicht. Und hier so?
Weiß ich, geht's da runter? Ich riskiere es einfach. Au. Okay. Sind wir jetzt auf der richtigen Höhe? Komme ich da überhaupt drüber? Hat es sich gelohnt, sich selbst zu punishen? Kommt gleich irgendwo ein Gegner um die Ecke und tötet mich. Das wär's. Der Traum. Seele eines Ritters. Okay. Jetzt wollen wir noch auf die andere Seite. Wie, da ist eine Treppe. Wo ist da eine Treppe gewesen? Er wollte mich doch verarschen. Da war da eine Treppe versteckt. Genau bei der Leiche. Ich dreh durch. Dann machen die es mir schwer. Naja, ich habe ja noch 6 Estus Flakos. Und immer noch keinen Hans-Dieter Bonfire. Moment. Hier war überall Wasser. Hier kann überhaupt gar kein Bonfire mehr sein. Oh mein Gott, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Ich brauche doch Schutz. Ich will den ganzen Weg doch nicht nochmal laufen, wenn ich sterbe. Okay, Freunde, nie wieder sterben. Ich bin ab sofort Pro-Gamer. Ich werde nicht sterben. Das verspreche ich. Auf mein Leben. Ich schwöre auf mein Leben. Ich werde nicht sterben. So. Oh, sogar eine echte Truhe. Ich hätte gedacht, jetzt werde ich hier auch noch verarscht. Riesenglut, wow. Na ja, gut, es ist ein uniker Gegenstand, also kann man nicht viel gegen sagen, nur ich brauche den halt nicht mehr. Nee, auf jeden Fall nicht in der ersten Runde. Ich weiß, es gibt ein New Game Plus und da macht das da schon ein bisschen einfacher, dass man den schon hat, ne? Aber im Endeffekt, ne, brauche ich den eigentlich gar nicht. Zumindest nicht fürs Let's Play. Ich wette, da kann man sich einige richtig gute Sachen mitbauen, aber ich habe keine Ahnung davon und ich habe jetzt hier ein gutes Schwert und ich werde jetzt einen Scheiß machen und noch irgendwie 10 Jahre farmen, wenn das Spiel irgendwie, was weiß ich, nach den 4 Königen vorbei ist. Ich meine, das sind die Könige. Ist das schon das Ende? Kann ich hier durchwatscheln? Ja. Ja, verdammt. Ah, es hat noch gereicht. Nice. Seele eines stolzen Kriegers. Da haben wir noch Loot, das ist aber hundertprozentig eine Falle. Vor allem sieht man hier so richtig wenig. Was passiert eigentlich, wenn ich hier meinen Sonnenhelm anziehe? Habe ich da ein bisschen mehr Licht? Jo, dezent. Aber ich sehe die Gegner nicht mehr so richtig. Das hat lange gedauert, bis ich den gesehen habe. Dann ziehe ich doch lieber meinen Schwarzeisenhelm an. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier rumlungern. Deswegen kommt der Dude jetzt zu mir. Ganz einfach. Oh, und ich schon wieder die Köpfe. Ich dachte, jetzt kommt der heftige Speer von ihm. Der mir dann in den Kopf rammt. Passt du da durch? Oh Gott, ich wäre fast reingerollt. Das sieht doch auch schon ein bisschen traurig aus, ne? Aber zum Glück kann ich dich hier retten. Komm, Köpfchen. Komm mit. Wir spielen jetzt zusammen irgendwo. Oh, guck mal, da ist noch Loot, hä? Der Kopf ist weg. Na, ah, der ist doch da! WTF, guckt euch diese Verarsche an. Wie die einen verarschen. Wie die Gegner wegploppen, wenn man die Treppe runtergeht. Geborstener Augapfel. Okay.
Ah, hier geht's auch noch lang. Hast du mich schon gesehen? Der hat mich schon gesehen. Na, komm mal hoch. Oh nein. Oh, ich bin so tot. Oder auch nicht. Gibt's doch nicht. Woohoo! Jetzt weg mit dir. Wo kommt denn der andere her? Oh. Oh. So. Gut, Freunde. Ich muss aber jetzt ein bisschen aufpassen wegen der Zeit. Wo ist mein Nesselfluch? Da. Wanderfluch meine ich. Wie kam ich auf Nesselfluch? Denn ich habe nicht sehr viel Zeit. Ich bin gerade kurz vor meiner Spätschicht und muss deswegen 3 Folgen aufnehmen. Aber den töten wir noch. Ich wollte eigentlich den Kopf zu mir bringen. Aber da die ja leicht zu töten sind und der Kopf gerade auf mich zukommt. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gehen wir hier weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.